Ja, pünktlich 17 Uhr. Wir leiten ein zum nächsten, zum letzten Slot des Nachmittags. Fällt mir ein, jetzt habe ich hier so einen tollen digitalen Assistenten. Der könnte meinen Job ja leichter machen. Alexa, kannst du die nächste Session anmoderieren? Kein Problem, Herr Biel. Das übernehme ich doch gerne. Na super, dann mach doch mal. Sehr verehrtes Publikum. Markus Scholz, Director Business Unit Corporate und Mobility Solution bei Europcar, zeigt Ihnen jetzt, welchen praktischen Nutzen eine internetbasierte, intelligente persönliche Assistentin wie ich für die geschäftliche Mobilität hat. Ich wünsche Ihnen informative Unterhaltung. Ja, die wünsche ich Ihnen auch erstmal, hoffentlich. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen über. Sie haben gerade viel gehört über disruptive Modelle, die hier gewesen sind beim letzten Slot. Das geht so ein bisschen auch in diese Richtung, weil über das, was wir uns unterhalten, persönliche Assistenten, ist natürlich noch ganz neu. Ja, zu Hause hat das sicherlich der eine oder andere schon mal eingesetzt, vielleicht schon mal Waschpulver darüber bestellt. Oder ist hingegangen und hat seine Musikwünsche dort. Das ist auch ganz witzig. Über die App kann man dann sehen, wenn man halt viel unterwegs ist, was die Frau über den Tag halt mit Alexa gesprochen hat oder der Partner. Aber wo kommt das Ganze denn her? Wenn wir einfach mal schauen, wie hat es früher ausgesehen? Als ich so 16, 17 gewesen bin, war Mobilität natürlich ein Punkt, der sehr analog gewesen ist. Analog dahingehend, dass wenn man von A nach B kommen wollte, dann kann man die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Die fahren nicht immer zu den Zeiten, zu denen man es damals wollte. Oder man hat sich an den Straßenrand gestellt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, hier so von dem jüngeren Publikum, hat so seinen Finger rausgehalten und hat gesagt, Mensch, dann wird doch schon einer anhalten, der nach Köln fährt, aus Krefeld kommt. Hat auch ab und zu funktioniert. Und dann war ein Auto ganz wichtig, ja, weil damals halt von A nach B und wenn man dann so den Drang verspürt hat, aus Krefeld eher in die großen Städte wie Düsseldorf oder wie Köln zu fahren, dann war ein Auto damals unerlässlich. Und der C-Kadett, der war nicht gelb, sondern der war tatsächlich grün. Das hätte mir damals schon irgendwo ein Zeichen sein sollen. Und wenn wir dann weiterschauen, dann, wenn man so in der Uni gewesen ist und man hat geschaut, oh, auch hier muss man ja irgendwo mobil sein, abends in die Kneipe, mit Leuten was unternehmen oder vielleicht mal weiter weg nach Dresden, dann gab es damals ja eigentlich auch schon Sharing Economy. Ja, Sharing Economy war aber da auch extrem analog. Gab es ein Brett, da stand dann dran, wer irgendwas zu vergeben hat, aber auch wer jemanden mitnehmen würde an das Ziel, wo man hin möchte. Das hat sich dann später ein bisschen verprofessionalisiert. Gab es Mitfahrbörsen. Wer ist in dem Alter, dass er mal eine Mitfahrbörse genutzt hat, früher analog, Viola, sehr schön, Ingo. Ja, ich auch. Das war sehr tricky. Ne? Man hat halt so eine Anzeige in der Zeitung gehabt. Von dieser Mitfahrbörse und dann musste man da anrufen. Und angerufen hat man halt mit einem Tastentelefon, ja, also Festnetz. Und dann war derjenige nicht da und dann hat man es immer wieder probiert. Ist heute alles ein bisschen einfacher geworden. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, ist, wie hat man denn so in 92 seinen Mietwagen oder besser Vermietwagen in Firmen bekommen, hat man so ein Formular ausgefüllt, ganz heftig. Ja. Das ist dann so dreifache Durchschläge. Einen konnte man behalten, den anderen hat man in der HR-Abteilung abgegeben, mit dem anderen ist man halt zum Fuhrpark gegangen und hat den dort hingelegt, hat dann sein Fahrzeug gegeben. Ich habe gehört, es gibt tatsächlich noch einige Firmen, in denen funktioniert das heutzutage noch ähnlich. Aber wenn wir uns dann anschauen, wie Entwicklungen stattfinden, dann hätte ich mal so eine Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, Neuengland, Ende des 19. Jahrhunderts. Was für relevante Industrien gab es da?
so hier in den ersten Reihen, die können unbefangen antworten. Viola, was denkst du? Neuengland. Okay, ab und zu sagen Leute mal ja Holz oder Viehzucht. Ganz wichtig war damals Ice Trading Companies. Warum? Weil man damals noch nicht kühlen konnte. Das heißt, die sind in die zugefrorenen Seen, haben dort die Eisblöcke rausgeschnitten und haben die in die großen Städte gebracht und dort halt in entsprechenden Chargen verkauft. Und in die Keller gebracht und dort sind die Lebensmittel gekühlt worden. Und das Coolste, was man zu dem damaligen Zeitpunkt machen konnte, dass man halt zu seiner Dinnerparty eingeladen hat und dann Bourbon on the Rocks serviert hat. Warum hieß das on the, warum heißt das eigentlich on the Rocks? Weil die Eiswürfel heutzutage, die sind ja irgendwie so viereckig. Mittlerweile kann man Herzchen und Sternchen draus machen, aber in der Regel sind die viereckig. Warum? Weil man das halt rausgemeißelt hat und dann waren das so kleine Dreiecke gefrorene. Und deswegen Bourbon on the Rocks. Und das war auch gar nicht so unerfolgreich. Da haben 90.000 Menschen gearbeitet, die rund 660 Millionen Umsatz gemacht hat, wenn man das so in 2010 transferieren würde. Zu der damaligen Zeit gab es einen Apotheker in Miami. Der hat ein bisschen experimentiert und dann hat er so einen Schrank erfunden mit Gas und allem drum und dran. Der hat so ein bisschen gekühlt. Da der aber kein Geld mehr für Entwicklung hatte, ist er zu den Managern von den Ice Trading Companies gegangen und hat gesagt, Freunde, guckt mal hier, ich habe einen Schrank, der kann kühlen. Seid ihr bereit, da zu investieren und mir zu helfen, das weiterzuentwickeln? Die haben sich dann zurückgezogen, haben so überlegt und haben gesagt, warum? Unsere Prozesse sind doch toll. Ja, wir haben das hochgradig perfektioniert. Wir schneiden das aus den Seen raus. Wir bringen das innerhalb von kürzester Zeit nach Boston. Und wir haben Effizienzen hergestellt in den letzten 10 Jahren. Die sind enorm. Nee, brauchen wir nicht. Haben denen gesagt, geh mal wieder nach Hause mit deinem komischen Schrank. Wir können das, wir werden das auch noch weitermachen. Und der ist dann tatsächlich nach Miami zurück, ist da auch verarmt gestorben. Aber das Dumme an Innovationen ist, dass sie halt nicht stehen bleiben. Die kommen halt und andere sind auf den Zug aufgesprungen. Und in 1927 war der Kühlschrank so weit, dass es die Ice Trading Companies nicht mehr gab. Und da sind wir bei dem Punkt, wie Entwicklungen sich halt in welcher Geschwindigkeit, damals ein bisschen langsamer, aber heute wahnsinnig schnell, wie sich etwas entwickelt. Und das kennen Sie alle. Das ist 10 Jahre alt. Vor 10 Jahren ist das iPhone von Steve Jobs vorgestellt worden und hat den gesamten Mobilmarkt, so wie er halt gewesen ist, natürlich vollkommen durcheinander gebracht. Dahingehend, dass dieses Teil, was wir alle irgendwo so mit uns mittragen, mehr und mehr auch zu unserem Lebensmittelpunkt in Anführungszeichen geworden ist. Man kann damit heute wahnsinnig viele Dinge tun, ob das jetzt halt ein Taxi bestellen ist oder einen Mietwagen buchen oder ein Hotelzimmer buchen, Flüge. Alles das, was mit Mobilität zu tun hat, ist heute über eine App möglich. Abrechnungen sind darüber möglich, Buchungskanäle. Und ich glaube, jeder von Ihnen kann sich heutzutage eigentlich nicht mehr vorstellen, ohne ein iPhone unterwegs zu sein, im Job. Und das führt dann auch dazu, dass so die Millennials sagen, ja eigentlich ist es schlimmer, wenn ich mein Auto verliere, als wenn ich kein Auto habe, wenn ich mein iPhone verliere, als wenn ich kein Auto habe. Und das ist eine Transformation zu dem, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, mit dem netten C-Kadett in Grün. Das habe ich mir halt damals nicht vorstellen können, ja, weil Telefon war halt irgendwas, was bei meinen Eltern im Flur auf dem Tisch gestanden hat und dort auch extrem verhaftet gewesen ist. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich meine Pizza halt mit so einem komischen Gerät bestelle. Das habe ich höchstens eventuell in einem Star Wars Film gesehen. Und da passieren halt interessante Dinge. Ja? Also Google, da bekommen sie den größten Media-Content, aber die produzieren den halt nicht.
Uber haben die größte Flotte weltweit, aber besitzen kein einziges Auto davon. Und gerade war ja Airbnb hier. Ich übernachte übrigens während der ITB die ganze Zeit in einem Airbnb, weil ich das wirklich sehr nett finde, weil man auch mal abends irgendwo abschalten kann, wenn man den ganzen Tag auf der Messe gewesen ist, im Gegensatz für mich persönlich als im Hotel. Aber die haben halt kein einziges Hotelzimmer. Und das geht natürlich dann auch irgendwo in den Bereich der Mobilität. Und wenn man mal so die Produkte nimmt, natürlich jetzt hier ein bisschen mit Europcar, dann gibt es verschiedene Anlässe, man muss einen Flug bekommen, man kann verschiedene Produkte von uns nutzen, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehen möchte. Sie haben abends ein Essen mit einem Geschäftspartner oder mit der Partnerin, dann nehmen Sie was anderes, dann nehmen Sie vielleicht ein Car2Go oder ein MyTaxi, je nachdem, welcher Weg es ist, hin oder zurück. Und ganz witzig halt auch hier auf der rechten Seite im Urlaub. Und in anderen Ländern ist es tatsächlich auch schon wesentlich präsenter. Snapcar, da können Sie Ihr eigenes Auto zu der Zeit, wenn Sie es nicht nutzen, vermieten. Das hört sich für uns Deutsche so ein bisschen scary an, oder? Ja, also weil wir leben ja und in unserem Auto teilweise, wenn ich in einige Autos manchmal so reingucke, dann ist es so ein halbes Wohnzimmer. Und auf der anderen Seite ist es hier gerade in Deutschland noch ein wahnsinniges Statussymbol. In anderen Ländern ist es tatsächlich anders. Die Niederländer gehen da total entspannt mit um. Da ist es auch viel erfolgreicher. Aber auch hier sehr digital. Sie haben ein Auto, Sie stellen das ein und jemand anders nutzt es. In der Zeit, wo Sie es nicht nutzen. Und auch hier eine Zahl, ein Auto selber genutzt oder selber gekauft, steht 95% der Zeit rum. Ob das jetzt bei Ihnen zu Hause ist oder auf dem Parkplatz bei der Firma, in Summe sind es 95%. Und das Investment, was man da heutzutage für tätigt, ist natürlich enorm. Auch hier also kommen wieder disruptive Modelle, die sich wahnsinnig schnell entwickeln, die ganz andere Formen von Mobilität darstellen oder auch ganz andere Formen von Kommunikation. Die Frage ist nur, wir kommen jetzt wieder zurück darauf, wie einfach das alles heutzutage über das iPhone zu buchen ist. Und durch die Entwicklungen, die es halt in dem Bereich gegeben hat, kommen wir jetzt in eine nächste Stufe rein. Weil das Keyboard am Laptop oder das iPhone fängt langsam an, seinen Platz zu verlieren als Nummer eins. Und ganz langsam kommt so was anderes. Das sehen Sie auch heute bei WhatsApp. Das ist für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich sage, ich nutze WhatsApp wirklich sehr stark, aber ich spreche nicht in das Ding rein. Weil irgendwo in meinem Kopf ist noch immer, wenn ich da reinspreche, könnte ich ja auch telefonieren. Aber wenn Sie heute so schauen, wie jüngere Generationen damit umgehen, dann ist WhatsApp natürlich, wird da meistens reingesprochen, dann legt man es wieder weg, dann antwortet der andere auch. Und Stimme wird immer relevanter. Und warum ist das so? Weil die Technologie, die dahinter steht, wahnsinnig komplex geworden ist. Ja, also Sie können sich sicherlich so an die ersten Eindrücke eines Navigationssystems erinnern, wo Sie erstmal so eingetippt haben und später das mit Sprache gesteuert haben. Und ganz am Anfang hat man das mit der Sprache einfach sein lassen, weil das Auto irgendwie einen nie verstanden hat. Heutzutage, egal welche Marke Sie fahren, ist es wahnsinnig intuitiv. Sie drücken auf einen Knopf und sagen, Mensch, ich möchte in die Esmaichstraße 12 in Berlin. Es wird wunderbar verstanden. Alle Einstellungen sind sehr, sehr schnell vorhanden und man muss es während dem Fahren halt nicht mehr eintippen. Und das ist es halt, dass Nutzer immer mehr dazu übergehen, intuitive Interfaces halt stärker zu nutzen. Und da ist Voice halt wahnsinnig, wahnsinnig prägnant. Mit Voice können Sie heute, wie schon gesagt, Waschpulver, Musik, aber Sie können halt auch schon viele vernünftige Funktionen vornehmen. Wenn wir uns die Skills, ob das jetzt Alexa ist oder andere anschauen, kann man auch über Hotelzimmer buchen, man kann Mietwagen
buchen. Und warum ist das so? Weil es halt wahnsinnig einfach ist. Das ist ja eigentlich back to the roots. Ja, weil wir haben ja in 2010, als das iPhone halt so seinen Siegeszug halt gerade durchschritten hat, da haben wir ja eigentlich unsere Sprache verloren. Ja, weil wir haben angefangen, nur noch zu tippen. In sämtlichen Bereichen. Und das ist halt wieder ein Schritt zurück auf der einen Seite, aber auch ein Schritt vorwärts, halt zu sagen, Sprache ist wahnsinnig relevant. Sprache ist viel präziser als das, was ihr einfach auf einem Keyboard oder auf einem iPad, iPhone halt eintippen können. Und es ist von der Wiedererkennung, vielleicht noch nicht heute, aber in der Zukunft, extrem sicher, weil es halt die Sprache ist, genauso wie das Auge und der Fingerabdruck, ein Alleinstellungsmerkmal, was für einen Sicherheitsaspekt natürlich wahnsinnig relevant sein kann. Und dann sehen wir hier die ganzen Automobilhersteller. BMW fängt jetzt an, in den neuen Modellen in der Zukunft tatsächlich Alexa schon voll zu integrieren. Und was hat das für Vorteile? Dass man halt nicht nur im Mietwagenbereich, wo wir gleich ein bisschen drauf eingehen, viel damit anstellen kann, sondern dass man halt auch in der Lage ist, von unterwegs zu sagen, Mensch, wo ist die nächste Aral-Tankstelle? Wo ist mein Hotel, das ich gebucht habe? Oder wo ist ein freies Hotel in der Nähe? Das Restaurant zu suchen von unterwegs, ohne dass man halt hier eintippen muss. Eventuell zu jemandem, der halt auch einen Alexa-Account hat, zu sagen, verbind mich mal mit denen. Ich sag der Viola, dass ich halt irgendwie 10 Minuten später halt hier zu dieser Präsentation komme. Und das hat dann für den Mietwagenbereich natürlich auch einen entsprechenden Impact. Und als wir uns vor ungefähr einem Jahr mit dem Thema beschäftigt haben, waren wir sehr schnell in dem Bereich, dass wir gesagt haben, der Skill, den wir entwickeln, der sollte einen Nutzen für den B2B-Bereich haben. Weil wir haben uns den Store angeschaut und da sind ganz viele offene Skills drin, die halt sehr nutzergebunden sind. Das heißt, Sie haben einen Account bei Amazon und mit dem können Sie dann buchen. Das geht total schnell. Aber das ist für den B2B-Bereich aus unserer Sicht nicht genug gewesen. Und wir haben dann einen Skill entwickelt, der dummerweise Amazon so ein bisschen überfordert hat. Ja, weil das war nicht deren Scope. Wir haben jetzt ein B2B-Portal ins Leben gerufen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt oder auch noch jetzt ist das nicht in deren Scope, weil wir gesagt haben, wir wollen es auch für andere nutzbar machen in einer B2B-Umgebung. Halt irgendwann perspektivisch soll die Assistentin für verschiedene Menschen eventuell buchen können, so wie das heute auch über eine Online-Booking-Engine läuft. Hinzugehen und zu sagen, ich weiß, was die Zugangsdaten von dem Stefan Lahl, der hier vorne sitzt und auch maßgeblich an der Entwicklung halt mitgewirkt hat. Ich möchte für den buchen. Ich möchte für Viola buchen oder für Ingo und ich habe halt die Zugänge dementsprechend für die, halt etwas sicher zu machen in einem Umfeld, was in einem offenen Skill heute noch gar nicht möglich ist. Auch hinzugehen und zu sagen, wir wollen, dass es möglich ist, dass die vorhandenen Rahmenbedingungen, die eine Firma adressiert und ja auch nicht umsonst adressiert, hinter diesem Skill liegen können. Das heißt, die Travel Policy dort vorhanden ist, aber auch die Präferenzen, die Contract ID mit der entsprechenden Rate des Kunden. Und damit sind wir dann irgendwann zu Amazon gegangen und die haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Und es ist tatsächlich in der Kette mit unserem Partner HMMH, mit dem wir das zusammen entwickelt haben. Die haben es dann weitergespielt, dann ist es hier in Deutschland abgelehnt worden, dass es in den normalen Store aufgenommen wird. Dann haben wir es im europäischen Headquarter von Amazon probiert und die haben gesagt, Mensch, das ist toll, aber
irgendwie, das passt nicht so bei uns rein im Augenblick. Wir haben letzte Woche dann die finalen Gespräche in Seattle geführt und die haben uns dann gesagt, Mensch, das ist eine richtig coole Geschichte, aber wir können das nicht in den Store aufnehmen, aber nehmt das doch als Beta und das ist die gleiche Umgebung und bietet das unseren euren Kunden an und wir wollen mit euch zusammen schauen, dass wir das dann halt auch demnächst in der B2B, in den B2B-Store halt reinbringen. Und wie funktioniert das? Und jetzt muss ich mal schauen, das müsst ihr jetzt wahrscheinlich einfach weiterklicken und jetzt, ah. Alexa, öffne Europcar. Willkommen bei Europcar. Nennen Sie bitte Ihre Fahrer-ID. 4497 3238. Nennen Sie bitte Ihren PIN. 0630. Ihre Daten werden geprüft. Einen Moment bitte. Hallo Herr Lahl, was kann ich für Sie tun? So, das heißt, Sie sehen hier den Identifikationsprozess, der halt einmal auf der Driver-ID, die es halt so bei Europcar gibt, halt beruht und dann auf einem entsprechenden PIN-Code, so als wenn Sie das halt auch ganz normal in einer Online-Umgebung auf Ihrem iPhone nutzen würden. Hier nur sehr intuitiv mit Voice. Und es wird abgefragt und das System erkennt dann automatisch, wer Sie sind, hat im Hintergrund auch schon dementsprechend die Firmendaten und die Rahmendaten festgestellt und dann geht es hier weiter. Ja, schauen uns das nochmal kurz an, wie der nächste Skill ist. Ich möchte nächsten Montag ein Auto mieten. Folgende Daten sind für eine Reservierung hinterlegt. Autokategorie, VW Golf 7 oder vergleichbar. Anmietzeitpunkt, 5. März, 10 Uhr. Anmietstation, Hamburg-Rödingsmarkt. Abgabezeitpunkt, 6. März, 10 Uhr. Abgabestation, Hamburg-Rödingsmarkt. Zusatzausstattung, Diesel. Der Preis beträgt 45,49 € für den gewünschten Zeitraum. Sie können nun Ihre Daten ändern oder reservieren. So, und hier ist halt der Punkt, alle Daten und Präferenzen sind hinterlegt. Das heißt, der Nutzer kann hingehen und sagen, ich definiere Rahmendaten, weil ich fahre ganz oft von A nach B und brauche da immer einen Mietwagen und ich hole das immer in Hamburg, was haben wir hier, Rödingsmarkt ab und bringe das halt auch dort immer zurück. Das heißt, entfallen die ganzen Eingaben, weil sie schon hinterlegt sind. Sie haben aber die Möglichkeit, es trotzdem noch zu ändern. Sie können hinterlegen, dass Sie lieber, den haben wir, glaube ich, vor 3 Monaten gemacht, den Skill halt, beziehungsweise hier die Aufnahmen, da war das Dieselthema zwar schon da, aber noch nicht so relevant. Dann können Sie entscheiden, ob Sie Diesel nehmen oder ob Sie lieber einen Benziner nehmen oder lieber ein Hybridfahrzeug oder ein E-Fahrzeug. Sie können auf jeden Fall alles das im Vorfeld schon festlegen. Und das innerhalb einer Zeit, in der Sie ansonsten ganz viel tippen müssen. Entweder sich in eine Online-Booking-Engine einbuchen und da dementsprechend erstmal den Prozess durchlaufen oder über Ihr Smartphone. Und hier gehen Sie hin, sprechen ganz intuitiv mit Alexa. Sie sieht Ihre Präferenzen und dann schauen wir uns den nächsten Punkt an. Ich möchte meine Autokategorie ändern. Kategorien werden geladen. Einen Moment bitte. Folgende Kategorien stehen Ihnen zur Verfügung. Ihre Reservierung wurde auf VW Golf 7 oder ähnlich angepasst. Wie kann ich Ihnen sonst helfen? Und das ist das Schöne an der Show, im Gegensatz zu Amazon Echo, was halt tatsächlich nur auf Voice beruht. Es gibt ja noch so ein paar Punkte, die vielleicht in der Buchung auch relevant sind, dass man sagt, das würde ich mir noch mal gerne angucken. Das kann in einem Hotelzimmer die Hotelzimmerkategorie sein, halt von einem Komfortzimmer auf ein Standardzimmer oder auf eine Junior Suite. Das ist hier in dem Fall hinzugehen und zu sagen, oh, ich möchte eigentlich ganz gern sehen, was ich mir da aussuche und mir ist jetzt nicht mehr so hundertprozentig bewusst, okay, den meisten hier im Raum ist ein Golf sicherlich bewusst, aber ich habe ein Auto vorgegeben, nein, möchte ich nicht, möchte lieber was anderes haben. Ich möchte lieber den Passat jetzt für die Fahrt haben, können ihn aussuchen. Und das ist dann die Verbindung wieder von Haptik und Voice und schließen dann am Ende des Tages den Möchten Prozess. Möchten Sie diesen Wagen nun zu den gewählten Konditionen reservieren? Ja. Ihre Reservierung wird abgeschickt.
Einen Moment bitte. Vielen Dank für Ihre Reservierung. In Summe, wenn Sie eine Standardbuchung auf Basis Ihrer Referenzen vornehmen wollen, dauert der Buchungsprozess nicht länger als eine Minute. Sie müssen nicht tippen, Sie müssen eigentlich nichts tun als das Natürlichste, was uns Menschen halt gegeben ist, die Stimme verwenden, um eine Buchung abzusetzen, für die Sie früher oder heute auch noch einen entsprechenden Prozess durchlaufen mussten, der mit Voice obsolet wird. Und das wird nicht nur im Mietwagenbereich so sein, sondern im Mobilitätsbereich gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Varianten, die in der Zukunft dazu führen werden, dass Reisende viel angenehmer durch die Welt kommen. Das auch einen Sicherheitsaspekt hat, weil jeder von Ihnen weiß, wenn er halt gefahren ist und irgendwie muss man mal schnell was tippen, dann ist das vom Gesetzgeber de facto nicht erlaubt. Aber wenn wir alle tief in uns blicken, haben wir das sicherlich das eine oder andere Mal schon mal gemacht. Voice wird dazu führen, dass wir auf der einen Seite eine sichere Buchungsumgebung haben, dass wir uns viel natürlicher bewegen können, dass wir halt auch in so Situationen schneller reagieren können. Und wir haben dann die Vereinbarung mit Amazon geschaffen, dass wir sagen, wir machen das in der Beta-Version und jeder von Ihnen hat hier die Möglichkeit, sich zu registrieren und das auszuprobieren. Wir wissen, dass das heute sicherlich in den Firmen nicht unbedingt von heute bis übermorgen Einzug halten wird. Aber testen Sie es einfach. Gehen Sie einfach hin, registrieren Sie sich, probieren aus, wie es funktioniert. Wir reden dann mit Ihnen. Es reicht auch die kleine Version, die Echo, das ganz normale Amazon Echo aus oder die Show. Die sind relativ, ohne dass ich jetzt Werbung dafür mache, relativ günstig. Ich glaube, Sie zeigen damit in Unternehmen auch Ihren Reisenden einfach mal eine neue Form, wie Reisen in der Zukunft aussehen könnte. Und das muss ich mal schauen, das bin ich viel zu früh. Aber das ist ja auch schön, weil wenn Sie Fragen haben, können wir natürlich gerne darüber diskutieren. Ist das eine Form, die Sie sich vorstellen können? Wer würde morgen, wenn wir Ihnen so eine Show dahinstellen, wer würde sein Auto darüber buchen wollen? Da unten meldet sich jemand, Ingo auch. Ingo, du würdest das echt machen? Ja, wieso nicht? Wenn es ein cool. Grünes ist. Ja. Sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema? Ist das was für Sie, wo Sie sagen, das hat Zukunft? Oder ist das eher so das Publikum, was sagt, oh nee, den Kühlschrank wollen wir lieber nicht haben? Bitte. Hi, good afternoon. I'm Sarah. I'm a journalist for Hospitality Insight in Germany. But I do not speak German. I'm sorry. Ich spreche kein Deutsch. Tut mir leid. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Alexa nur in Deutschland hier in dieser Hinsicht verfügbar ist oder auch auf anderen Märkten? Verfügbar. Show auch seit ungefähr, Stefan? November. Seit November. And any other markets? Und gibt es noch andere Märkte, die anvisiert werden? Frankreich zum Beispiel? Aber ich gehe davon aus, dass es halt auch in Frankreich, in Gesamteuropa schon verfügbar ist. Thank you. Vielen Dank. Weitere Fragen? Wie kann es genutzt werden? Welche Risiken gibt es dabei? Wenn wir hier so im Rahmen des VDR immer sprechen, geht es ja immer auch darum, ist das Ganze sicher? Darüber haben wir uns ja ganz lange auch im VDR zum Beispiel über Airbnb unterhalten und wahrscheinlich gerade auch, oder? Bitte. Sven Groß, Hochschule Harz. Sehr spannendes Thema. Ich denke auch, dass das Zukunft hat. Für mich nicht. Ich möchte es sozusagen nicht, aber ich bin wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter als die meisten, die mit Alexa, Smartphone und so weiter so richtig groß werden.
Was mir sofort eingefallen ist, ich habe ein Problem damit, der war ja alleine der Herr, der jetzt da gebucht hat. Mhm. Ist das denn das Normale in Unternehmen oder in der Station von Europcar, dass ich da alleine bin und ich gebe mein Passwort dann per Voice und meine Registrierungsnummer? Also das ist natürlich genau das, wenn ich bei der Bank bin, wenn ich beim Einkaufen bin, immer schön Hand drauf und so und ne, gucken, dass keiner die PIN-Nummer sieht. Das ist ja hier, jeder kann sich das merken. Also Thema Sicherheit, Sie haben wahrscheinlich darüber nachgedacht, wie wollen Sie das in Unternehmen bringen oder in Ihre eigenen Stationen, dass da wirklich, gibt es dann wieder die alte Telefonzelle sozusagen, wo man reingeht und dann spricht man, was ist da Ihre Idee? Ist eine gute Frage. Also ich werde dieses Jahr 50, ich kann mir gut vorstellen, das zu machen. Aber das ist natürlich, am Anfang ist es immer die Frage, wo findet das Ganze statt und in welcher Sicherheitsumgebung ist es? Ich glaube, wir haben eine ähnliche Diskussion geführt, als die iPhones eingeführt worden sind, vielleicht jetzt nicht in der Form, aber wo da landen die Daten und wie gebe ich meine Daten ein? Das entscheiden Sie ja selber. Also wir werden in unseren Stationen erstmal keine Alexa-Shows hinstellen, weil dafür haben wir ja Stationen. Da sitzen auch nach wie vor Mitarbeiter und die sollen da auch sitzen bleiben. Ja, das ist ein zusätzliches Tool, was man nutzen kann. Und ob Ihre Hochschule dann sagt, wenn wir finden das cool, wir nutzen das. Und wir haben da so einen kleinen Raum, in den man reingehen kann. Und da kann derjenige dann so wie früher in der Telefonzelle, finde ich eine witzige Geschichte, kann dann dementsprechend buchen. Oder Sie haben es bei sich am Tisch stehen. Ganz ernsthaft, wenn Sie früher mit einem Reisebüro telefoniert haben, sind auch viele Daten abgefragt worden. Sie haben am Telefon telefoniert mit dem Reisebüropartner. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und jetzt nennen Sie mir mal bitte Ihre Kreditkartendaten, wenn die noch nicht hinterlegt waren. Und dann haben sie ganz einfach gesagt, ja klar, ist die 789-253-785. Und die Kollegin oder der Kollege gegenüber hat sich da schnell notiert und ist abends damit shoppen gegangen. Ja, also natürlich gibt es immer in irgendeiner Form Sicherheitsaspekte, die am Anfang relevant sind. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Sprache ist dazu geeignet, in der Zukunft das Ganze noch sicherer zu machen, als es vielleicht heute ist, weil es ist halt ein Wiedererkennungsmerkmal, was sehr singulär ist. Es ist halt Ihre Sprache. Und irgendwann wird der Skill auch nicht mehr den PIN benötigen, sondern er wird Sie auf Basis der Sprache erkennen. Und wenn ich, oder wenn wir noch PIN nutzen würden und ich würde Ihren PIN eingeben, dann würde ich sagen, ja nee, du nicht. Ja, also ja klar, da gibt es immer Rahmenbedingungen, über die man sich unterhalten will. Will ich das öffentlich aufstellen? Stelle ich das in eine Telefonzelle oder in einen separaten Raum? Nochmal, wir sagen auch nicht, das ist jetzt hier der Buchungskanal, der ab morgen von unseren 3,5 Millionen Buchungen im Jahr in Deutschland 3 Millionen abdecken wird. Wird er nicht. Ist ein zusätzlicher Punkt, ist vielleicht auch noch ein Business in Anführungszeichen Spielzeug, aber ich finde, über den Spieltrieb, den ja auch das iPhone in der Vergangenheit ausgelöst hat, begibt man sich dann halt auch in eine Situation, wo man sagt, es wird kommoder. Irgendwann wird es kommoder. Weitere Fragen? Da hinten ist noch eine. Ich werde hier so grauenvoll geblendet. Christian Klein bei American Express Corporate Payments. Ich finde das Konzept klasse. Ich würde das gerne nutzen, gerne auch für weitere Arten von Reisen. Und was mich interessieren würde, wäre, wo die Reise für Sie weiter hingeht, also über das Konzept hinaus. Was ist bis jetzt sonst in Planung? Sie können sich an das Bild erinnern, mit wo wir ganz kurz über die OEMs, also die Fahrzeughersteller gesprochen haben. Das ist natürlich für den Mietwagenbereich ein ganz relevanter Punkt. Nicht nur für uns, sondern in der Zukunft sicherlich auch für unsere Kunden. Weil wenn Alexa in einem Auto eingebaut ist oder irgendein anderer Assistent, dann ist ja nichts einfacher, als zu sagen, Mensch,
hier ist ein Riesenstau, ich komme zu meiner Station, wo ich das um 18 Uhr abgeben soll und meine Grace Period ist 59 Minuten, wie das so in der Regel bei Mietwagenanbietern ist. Ich werde wahrscheinlich in einer Stunde da sein, aber ich kann jetzt noch denen sagen, dass ich das halt erst in 2 Stunden abgebe oder ich verlängere das um einen Tag. Da müssen Sie nicht mehr tippen, Sie müssen niemanden mehr anrufen, sondern Sie sagen einfach, Alexa, verlängere mein Auto bis morgen. Und oder Sie gehen hin und sagen, ich gebe das nicht am Rödingsmarkt ab, sondern Alexa, ich gebe das in München ab, weil ein zusätzlicher Geschäftstermin dazugekommen ist. Und das hat dann wiederum für uns den Vorteil, für Sie ist es sehr, sehr einfach, das zu tun und wir wissen, wo das Auto landet. Ja, heutzutage ist es leider so, dass unsere Kunden natürlich sehr unter Zeitdruck stehen und manchmal es dazu kommt, dass der eine oder andere halt das Auto nicht da abgibt, wo er es abgeben wollte. Das hört sich jetzt banal an, bei einer Flotte so um die 48.000 Fahrzeuge. Wenn das jeden Tag 10-15% machen, dann landen natürlich Fahrzeuge, die wir irgendwo allokiert haben, damit der Nächste sie wieder buchen kann, die landen dann halt woanders. Das ist ein smarter Weg, halt das für Sie und für uns ein bisschen einfacher zu machen. Und ich glaube, da wird es halt tatsächlich dann von dem reinen Buchungsprozess über die Interaktion, die auch sein kann, Alexa, sag mir, ich komme in Köln am Hauptbahnhof abends um 2 Uhr an und das ist jetzt mal keine 24-Stunden-Station von uns. Ja, und ich weiß nicht, wo die Schlüsselbox ist, weil es ist halt so an einem Bahnhof auch ein bisschen dunkel, ein bisschen tricky. Dann sage ich, Alexa, wo kann ich den Schlüssel abgeben? Und dann sagt die, ja, geh doch hinten, musst du die Station rumgehen und dann hast du deine Box, da schmeißt du das ein. Ja, also auch ganz viel FAQs, die wir heutzutage sicherlich noch über entweder die Website abbilden, über einen Self-Service oder wo man auch bei uns anrufen kann und dann eine freundliche Auskunft bekommt, die wird hier weiterhin auch freundlich sein, aber sie wird schneller da sein und vor allen Dingen für Sie schneller nutzbar sein als Kunde. Ist das so in etwa skizziert, wo es... Ja, danke. Gerne. Noch jemand mit einer Frage? Ja, hallo. Warum haben Sie das denn nicht als App entwickelt, also fürs iPhone? Ich muss jetzt 30 Sekunden überlegen, was ich sage. Weil es ja über Voice laufen soll. Sie meinen jetzt, warum es noch keine App von Alexa, also von Alexa gibt? Mit Siri? Siri, genau. Gibt, ja, das wird auch möglich sein, aber das ist nicht unsere Entwicklung. Die Frage müsste ich weitergeben halt dann dementsprechend an Amazon. Ja, wir haben gesagt, es gibt die Show und es gibt das ganz normale Echo und auf Basis dessen wollen wir was entwickeln, weil es uns einfach auch irgendwo Spaß macht. Ja, weil das ist eine witzige Innovation und wir wollten ausprobieren, erstmal selber für uns, wie das funktioniert. Wir haben ein paar Kunden, die sind schon zur GBTA, da haben wir es das erste Mal vorgestellt, die waren wahnsinnig interessiert, experimentieren auch jetzt damit rum. Ja, und natürlich kann man das wird hier in irgendeiner Form auch wieder stattfinden oder es wird hier stattfinden. Ja, weil das in Kombination reicht ja eigentlich das aus. Weil dann sprechen Sie rein und sagen, Alexa, buch mir ein Auto. Also Sie sind da vollkommen richtig. Das wird irgendwann, wird Voice dazu führen, dass sich unsere Endgeräte in eine ganz andere Form begeben. Ob das dann noch eine App ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sondern das wird wahrscheinlich ein anderes Device sein. Ich weiß, es ist der letzte für heute. Aber das heißt, ich habe auch jede Menge Zeit nach hinten raus noch, wenn... Ansonsten kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie mehr Informationen darüber haben möchten.
Wir freuen uns über jeden, der sagt, es ist interessant für uns. Wir freuen uns aber auch über jeden, der sagt, ist interessant, aber vielleicht erst, wenn ihr noch das und das im Skill entwickelt. Ja, weil wir stehen am Anfang, das ist kein Massenprodukt. Dazu wird es sich aus meiner Sicht entwickeln. Und ich würde mich freuen, wenn viele unserer Kunden den Weg mit uns gehen und das einfach ausprobieren und uns entsprechend Feedback geben. Wenn keine weiteren Fragen da sind, würde ich sagen, herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Abend und buchen Sie Ihr Hotel doch einfach auch mal über Alexa, damit ich jetzt nicht nur Product Placement mache. Oder einfach mal Musik. Ja, herzlichen Dank, Markus. Der Applaus ist deiner. Dankeschön. Ja.